Guten Abend, ich bin Roland Kluttich, Generalmusikdirektor am Landestheater Coburg. Eigentlich würden wir im Moment die Oper Die griechische Passion von Bohuslav Martinů proben. Wir sind zwangsweise alle zum Verstummen verdammt. In diesem Moment des Innehaltens habe ich mich plötzlich eines Werkes für einen Dirigenten allein erinnert, welches ich vor 25 Jahren einmal erarbeitet und bei verschiedenen Festivals aufgeführt habe. Es stammt von dem eminenten deutschen Komponisten Dieter Schnebel. Dieter Schnebel hat viele Vorgänge, musikalische Vorgänge, von einer ganz anderen Seite betrachtet. Es ist ein stummes Stück, der Dirigent steht vor dem Publikum, auf vielen Notenpulten stehen ca. 20 minutiös genau bezeichnete Etüden der Bewegung. Ich werde Ihnen jetzt die erste Etüde einmal vorführen.